Herzlich willkommen, Freunde. 5400er Serie verfügbar vom Massey Ferguson, vom AMG Gaming und Bullet Bill in der Version 1.3 verfügbar auf ModHub, falls ich das nicht gerade erwähnt habe. Ich habe kurz Zeitgedächtnis. Und wir haben hier einen Haufen verschiedener Modellen von ungefähr 80 bis 150 oder 160 PS sogar verfügbar, mit sehr viel verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und vor allen Dingen, was ziemlich cool ist, auch vielen verschiedenen Modellen. Ja. Also wer wirklich sagt, wir benötigen was Kleines für wirklich kleine Arbeiten am Hof, also der wird mit diesem wirklich sehr kleinen 54, 25er schon zufrieden sein, möglicherweise. Aber wer wirklich sagt, ein paar Pferdchen mehr, der muss zum 5400er in der Frame Generation 2 greifen. Und den werden wir jetzt erstmal nicht kaufen. Ich habe, glaube ich, aktuell, ich habe den nämlich schon gekauft und ich habe kein Geld mehr. Das sind zwei Probleme. Also gut, dass wir den schon haben. Wir haben hier natürlich logischerweise die Standardfunktionen und natürlich auch Lichter. Ja, das ist eh klar. Hupe ist auch alles dabei. Was man hier auch sieht, ist ein sehr solides Innenleben, Freunde. Ich meine, das müsst ihr natürlich, ja, 200% selber entscheiden, ob es hierher geht und diese. Aber ich mag generell Massey Ferguson ganz gerne und für so Österreich Let's Play würde ich das persönlich auch ganz cool finden, was ich hier jetzt nicht so fühle und das weiß ich nicht, woran das liegt. Es zuckt ein wenig. Das kann ich nicht sagen, woher das kommt. Finde ich ein wenig schade. Aber gut. Das kann natürlich sein, dass das an den FPS liegt, wo wir V-Sync theoretisch aktivieren müssten. Ja, das möchte ich jetzt nicht dem Mod in die Schuhe schieben. Die Lok ist sauber, fährt sie gut, sieht vor allen Dingen gut aus und ist ein Massey Ferguson. Mehr kann man sich oft nicht wünschen oder mehr darf man sich nicht wünschen, weil Massey Ferguson sind immer cool. Wir wissen das alle, Freunde, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Wenn ihr Mods habt, die ich mir anschauen soll, dann bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.